Willkommen zu unserem Jahresausblick 2021. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind. Schönes neues Jahr. Ich übergebe direkt an unsere Moderatorin Petra Pinsler von der Zeit. Vielen Dank, dass du dabei bist, Petra. Auch von meiner Seite einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich, dass Sie von wo auch immer zugeschaltet sind. Ich freue mich auf eine sehr interessante und wahrscheinlich sehr intensive Sitzung von rund 1,5 Stunden, in der wir eigentlich werden versuchen, die Welt zu erklären, was natürlich vermessen ist, wie wir alle wissen. Trotzdem ist es wichtig, diesen Versuch immer wieder zu wagen. Ich bin ganz froh, dass wir heute Morgen aus dem Auswärtigen Amt den Chef des Planungsstabs, Sebastian Groth, haben, der bei uns bei der Einordnung am Anfang zusammen mit Daniela Schwarzer helfen wird. Wir werden einige der Themen dann vertiefen können in den Breakout-Sessions. Am Ende gibt es ein kleines Wrap-up. So, und wir steigen sofort ein. Und zwar ganz konkret mit der allerersten Frage. Sebastian Groth, wenn ich auf Ihren Twitter-Account schaue, dann steht da Diplomacy and all that Jazz. Wo ist denn am meisten Jazz im Moment? Naja, der Jazz kommt ja aus den USA und ich glaube, mit der hoffentlich dann vor uns liegenden Amtsübergabe in einem möglichst geordneten Verfahren erwarte ich schon, dass entscheidende Impulse aus dem Bereich ja, der amerikanischen Außenpolitik kommen. Wir müssen natürlich abwarten, inwieweit der neue Präsident, die neue Administration überhaupt Luft hat, sich der Außenpolitik auch zu widmen. Die erste Energie wird sicherlich in die Innenpolitik gehen, in die Pandemiebekämpfung, in die Wirtschaft, in die gesellschaftliche Polarisierung. Aber die Signale, die wir kriegen im Bereich Klima, im Bereich multilateralem Ausgreifen, zugehen auf die Partner, glaube ich, dass da auch, dass da guter Jazz und guter Swing in die außenpolitische Szene sozusagen reinkommen könnte. Der zweite Punkt, glaube ich, dass wir in diesem Jahr noch stärker als im letzten Jahr mit den Folgen und mit der Verarbeitung der Pandemie insgesamt uns beschäftigen werden. Die Umbrüche, die strukturellen Umbrüche, vor allem in der Wirtschaft, aber auch im politischen Raum, die Verschiebung des Gravitationszentrums noch weiter Richtung Asien, die insgesamt vor uns in der Kurve liegen, schneller aus der Krise herauszukommen scheinen, wird sich im kommenden Jahr beschleunigen. Und das Dritte, das sind eher so ein paar Misstöne, Disharmonien, würde ich davon ausgehen, dass die Unruhe in der europäischen Nachbarschaft uns erhalten bleibt, eher noch schlimmer wird. Die regionalen Hegemonialkonflikte, die wir in Nordafrika, im östlichen Mittelmeer sehen, aber letztlich auch in der östlichen Partnerschaft der USA, der Europas, der EU, wenn wir an Nagorno-Karabach denken, zeigen doch, ja, welche Risiken vor allem in der direkten Nachbarschaft der EU auch weiterhin liegen. Jetzt hatten Sie so wunderbar mit dem Optimismus angefangen und ich dachte schon, wow, da ist viel schöner Jazz. Und dann ging es langsam doch sofort wieder in die Krisenregion und wahrscheinlich zurück in die Realität. Lassen Sie uns noch mal eine kurze Sekunde beim Träumen bleiben und ich mit der Bitte um eine kurze Antwort, Frau Schwarzer. Wo ist der Jazz bei Ihnen? Und zwar der, der schön klingt. Das, was aus den USA kommen wird, klingt ja wahrscheinlich ziemlich schön für unsere Ohren. Und meine Hoffnung ist, dass Europa in der Lage ist, einzusteigen und eine gute Jam-Session hinzulegen und dass beide Seiten es schaffen, die transatlantische Partnerschaft wieder so hinzukriegen, dass sie in der Welt wirken kann. Das wäre, glaube ich, das wäre die größte Hoffnung. Und das ist auch der Auftrag nicht nur an Deutschland, sondern an Europa. Denn wenn Joe Biden anfängt mit seiner Administration richtig zu arbeiten, wenn man sich anschaut, wer da an welche Stelle eingezogen ist. Das sind alles Leute, die mit sehr konkreten Ideen und Vorschlägen auf Europa zukommen werden. Und die große Herausforderung ist natürlich, dass Europa nicht nur antwortet, sondern selber Initiativen einbringt. Denn nicht an allen Stellen werden wir genau das Gleiche wollen wie die beiden Administrationen. Insofern müssen wir uns selber gut aufstellen, um einen wirklich konstruktiven Dialog hinzukriegen. Vielleicht die Störtöne, die wir in 2021 erwarten können, kommen natürlich aus dem innenpolitischen Bereich in einigen EU-Mitgliedstaaten, sicherlich auch in den USA, in anderen Staaten, über die wir vielleicht im Verlauf des Morgens noch reden werden. Sebastian Groth sagte, dass die Covid-19-Krise die Außenpolitik noch maßgeblich mitbestimmen wird. Das halte ich auch für absolut richtig. Und sie wird vor allem auch zunehmend innenpolitische Auswirkungen haben. Im wirtschaftlichen Bereich, in der politischen Polarisierung in einigen Staaten. Und wir werden wahrscheinlich in 2021 über zwei Themen ganz besonders nachdenken müssen, auch bei uns in Deutschland. Zum einen die Frage, wie man die innenpolitischen Voraussetzungen für eine langfristige und langfristig orientierte Außenpolitik
sicherstellt. Und das Zweite ist, wie man Außenpolitik überhaupt organisiert oder das Außenhandeln, weil wir über die letzten 10 Jahre im Grunde durch die vielen Krisenerscheinungen immer wieder gesehen haben, dass plötzlich Fachpolitiken international höchst gefragt sind. Im Moment ist es die Gesundheitspolitik. Vor einigen Jahren war es gerade im europäischen Kontext ganz stark die Finanz- und Wirtschaftspolitik. Und da ein Zusammendenken dieser Bereiche sicherzustellen, eine Antizipationsleistung, die über die traditionellen Felder der Außenpolitik hinausgeht und eine bessere Vernetzung der einzelnen Bereiche, das ist insbesondere auch im europäischen Kontext eine ganz, ganz große Aufgabe. Herr Groth, Sie haben uns im Vorgespräch verraten, dass Sie natürlich, anders alles andere wäre erstaunlich, auch im Auswärtigen Amt schon mal drüber nachgedacht haben, wie Sie in diesem Jahr die Welt für sich sortieren, wo Sie Prioritäten setzen, wie Sie überhaupt eine Ordnung in diese uns doch immer wieder so unordentlich vorkommende Welt hineinbekommen. Können Sie uns da noch mal ganz kurz so ein bisschen Ihren roten Faden für dieses Jahr vorstellen? Also die Leitplanken haben wir jetzt schon angesprochen, die wir sehen. Das ist einerseits das Ergebnis der Wahlen in den USA und die Neuaufstellung der Administration. Das zweite ist die Pandemie, allerdings ja im nächsten Krisenzyklus. Also ich glaube, dass wir, je nachdem, wir wissen nicht, wie das mit den Mutationen und so weitergeht, aber doch durch den Impfstoff zumindest im zweiten und dritten Quartal auch da, wo er zur Verfügung steht, in eine andere Stufe der Krisenbearbeitung kommen. Und der dritte Punkt, der, glaube ich, für den Blick von außen, gerade auf Deutschland, auch relativ wichtig und nicht zu unterschätzen ist, ist auch die politischen Umbrüche, vor denen wir hier im Land stehen bei uns. Angela Merkel hat und die Bundesregierung insgesamt ein unglaubliches Ansehen in der Welt und in Europa, dessen wir uns oftmals gar nicht bewusst sind hier in Deutschland. Wir haben gestern neue Zahlen des ICFA präsentiert bekommen, wer wen in Europa als wichtigsten Partner sieht. Und da waren wir alle sehr, sehr überrascht, wie dominant sozusagen, wie vorherrschend und auch letztlich wie positiv der Blick auf Deutschland ist. Das heißt, diese Erwartungshaltung richtet sich jetzt stark natürlich auch an das, was da kommt. Eine Bundestagswahl, 6 Landtagswahlen, das wird uns auch im Erklären unserer Politik nach außen hin beschäftigen. Vor diesem Hintergrund haben wir 3 Blöcke gebildet. 3 direkte Folgen für die Außenpolitik, 3 Windschattenfolgen, also die im Windschatten dieser beiden Megatrends, vor allem USA und Pandemie, stehen, und dann nochmal 3 ja, leicht positive Trends am Schluss, ja, damit wir nicht alle in Doom and Gloom verfallen und hier in Moll oder im Free Jazz enden. Wenn Sie möchten, kann ich kurz auf die Blöcke eingehen, aber wir können auch erst noch mal eine Fragerunde machen. Vielleicht machen Sie es ganz kurz. Okay, also bei den direkten Folgen haben wir als ersten Punkt die Annahme getroffen, dass insgesamt die Rolle des Nationalstaates, des staatlichen Handelns im Jahr 2021 nochmal eine neue Relevanz erfahren wird. Wenn man es in noch längeren Zyklen betrachten möchte, kann man sagen, dass diese Phase der Staatsferne, die von Thatcher und Reagan geprägt und bei uns unter dem Terminus vielleicht des Neoliberalismus in der Diskussion Einzug hielt, endgültig sozusagen mit dem kommenden oder mit dem jetzt laufenden Jahr für uns abgeschlossen scheint. Wir erleben eine starke Politisierung der Wirtschaftsbeziehungen in allen Bereichen, eine starke Rolle des Staates im Bereich der technologischen Regulierung, letztlich auch der Klimapolitik. Und wir werden mit Joe Biden jemanden haben, der sogar seine Außenpolitik unter das Rubrum letztlich des innenpolitischen und staatlichen Handelns stellt. Er will ja antreten mit einer Foreign Policy for the Middle Class. Das heißt, der Staat auch im Bereich der Daseinsvorsorge, im Bereich der Bildung, der Infrastruktur wird eine noch wichtigere Rolle spielen. Zweiter Punkt, wir werden erleben den Schritt von der Masken zur Impfdiplomatie, der Impfstoff als massives Mittel auch der Einflussnahme und der Bindung von Partnern an einen selbst. Wir sehen das im Wesentlichen durch das Agieren Russlands und Chinas auf der einen Seite, und wir sehen auf der anderen Seite die Anstrengungen der EU, ihrer Partner und hoffentlich dann auch der USA, die gesamte Impfstofffrage doch soweit es geht in einem multilateralen Rahmen zu organisieren.
Und wir würden drittens als direkte Folge eben sehen, diesen katalysatorischen oder katalytischen Effekt der Krise im Bereich der Verschiebung des politischen und ökonomischen Gravitationszentrums Richtung Asien, in den asiatisch-pazifischen Raum, sowohl wirtschaftlich, aber auch global, als auch politisch. Die Globalisierung insgesamt wird noch asiatischer. Wir glauben auch nicht in der Form an ein Ende der Globalisierung, sondern sie wird sich im regionalen Kontext eher noch verstärken. Gleichzeitig werden wir eine stärkere Spaltung als bisher in vertikaler Richtung erleben, also zwischen Nord und Süd, wobei Süd das Konzept nicht mehr ganz trägt. Aber was wir damit ausdrücken wollen, ist, dass die Entwicklungs- und Lower-Middle-Income-Countries vor allem auch von den Folgen der Pandemie schwer betroffen sein werden, mit entsprechenden Auswirkungen auf Stabilität und Sicherheit. Drei kurze Blöcke zu den Windschattenentwicklungen. Das eine hatte ich schon angesprochen, die Nachbarschaft in der EU, in der Krisen und Konflikte hegemoniale Auseinandersetzungen um regionale Vorherrschaft sicherlich mindestens gleich bleiben, wenn nicht zunehmen. Wir sehen auch einen Trend zuletzt in Nagorno-Karabach mit dem Einsatz von Drohnen und der Verbindung von fortgeschrittener Technologie mit sehr konventionellen, man kann fast sagen, fast mittelalterlichen Methoden der Kriegsführung oder man kann sagen, dem Krieg des 20. Jahrhunderts und dem Krieg des 21. Jahrhunderts. Und wir nehmen an, dass der schnelle Sieg, wenn man es so ausdrücken kann, der Aseris in der Welt sehr genau beobachtet wird und der Bereich und das globale Interesse an Drohnentechnologie in der Form einen ziemlichen Schub erfahren wird mit allem, was dazu gehört an Konfliktgeneigtheit. Wir glauben in diesem Block auch, dass wir nicht erwarten können, dass Russland zu einem kooperativeren Verhalten in der europäischen Nachbarschaft zurückkehrt. Wir haben in Russland Duma-Wahlen in der Mitte des Jahres und sehen eigentlich eher grundsätzlich eine Verhärtung der Positionierung. Zweiter Windschattenentwicklung, Wettstreit der Systeme, wird sich auch nochmal weiterentwickeln. Welches Governance-System kann überhaupt mit dieser Krise insgesamt fertig werden? In dem Bereich wird auch der ganze Aspekt von Narrativen mal eine wichtige Rolle spielen. Und dritter Punkt, Differenzierung der Wirtschaft durch die Pandemie. Wir glauben weder an ein V noch ein U noch ein L, sondern an ein K, also an eine Ausdifferenzierung Sektoren untereinander, Sektoren, die vielleicht sogar verschwinden werden, andere Sektoren, die enorm profitieren werden. Das betrifft aber auch ganze Volkswirtschaften. Je nachdem, welches Geschäftsmodell als Volkswirtschaft man fährt, kann man letztlich sehr gut durch diese Krise kommen. So, und zuletzt noch vielleicht drei ganz kurze Punkte der Chancen und auch, glaube ich, der Priorisierung der deutschen Außenpolitik im neuen Jahr. Das eine ist die EU. Wir werden mit Kraft daran arbeiten, die Gelder, die wir jetzt vorbereitet haben im Haushalt und im Next Generation, sozusagen online zu bringen. Wir wissen, Daniela hat auf die innenpolitische Situation vieler Staaten hingewiesen, dass wir bei der Ratifikation des Eigenmittelbeschlusses und anderen Fragen noch hohe Hürden haben, aber auf jeden Fall für eine schnelle Auszahlung einsetzen. Wir denken auch, dass durch den Abschluss der Verhandlungen mit Großbritannien neue politische Energie frei wird in Brüssel, um sich anderen Themen wieder zu widmen. Zweite Chance, zweite Priorität, transatlantisches Verhältnis. Wir haben das genannt Back to Business with Biden. Wir werden und wir haben das auch schon sehr direkt auf die USA zugehen und um gemeinsame Politiken werben, sowohl im bilateralen, aber natürlich auch im europäisch-transatlantischen Verhältnis. Und dritter Punkt ganz kurz, trotz aller Doom and Gloom-Szenarien, der Multilateralismus. Also über den Jazz sagt man immer, oder ich glaube Frank Zappa hat gesagt, Jazz anders. Vielleicht kann man das Ähnliche zum Multilateralismus sagen. Wir glauben nicht, dass der Multilateralismus tot ist, dass die Frage der nationalstaatlichen Prioritätensetzung alles andere sozusagen platt macht, sondern dass wir doch durchaus
im Klimabereich zum Beispiel Möglichkeiten sehen. Wir haben eine panafrikanische Freihandelszone, das erste Mal überhaupt in dieser Form, sodass wir da eigentlich doch auch einige positive Anzeichen sehen, die Deutschland auch nach Kraft unterstützen wird. Gut, Sie haben uns jetzt definitiv davon überzeugt, dass Ihnen die Arbeit nicht ausgehen wird in diesem Jahr und im nächsten auch nicht. Was ich interessant fand, war, dass in unterschiedlicher Form Frau Schwarz sehr klar gemacht haben, dass der Trend, den wir in den letzten Jahren schon gesehen haben, dass sich die Innen- und die Außenpolitik und auch die einzelnen Politikbereiche immer mehr auf sehr unterschiedliche Art und Weise mit der Außenpolitik verweben, vernetzen, sich widersprechen. Wir reden jetzt seit nicht allzu langer Zeit oder seit einem Jahr etwa über Impfdiplomatie, seit einem halben Jahr über Pandemie-Außenpolitik, vielleicht schon ein bisschen länger. Dass die Wirtschaftspolitik, was mit der klassischen Außenpolitik zu tun hat, ist wahrscheinlich eine Binse. Aber lassen Sie uns das vielleicht mal an einem konkreten Beispiel einmal durchdenken, weil das, glaube ich, für unsere Beziehungen sowohl zu den Amerikanern als auch zu den Chinesen ja von durchaus von Bedeutung ist. Wir haben kurz vor Weihnachten ein Investitionsabkommen mit China, noch nicht abgeschlossen, aber es ist also, naja, es ist quasi, die Feinheiten müssen noch ausverhandelt werden, aber im Großen und Ganzen ist das klar, wie sehr, dass es kommen wird. Wie sehr passt das in Ihre neue Idee von Außenpolitik, von multilateraler Zusammenarbeit, von neuer Zusammenarbeit mit den Amerikanern? Es hat ja durchaus ein bisschen Unstimmigkeiten und auch Kritik an dieser Idee gegeben. Ordnen Sie uns das vielleicht mal ein, ohne ganz konkret auf dieses, jetzt in die Details dieses Abkommens zu gehen. Wie passt das zu Ihrer Idee des neuen Multilateralismus? Die Frage geht an mich oder an Frau Schwarzer? Fangen Sie mal an und Frau Schwarzer Okay. dann vielleicht. Also ich denke schon, dass jetzt dieses Handelsabkommen, aber auch die noch 4 Wochen vorher eingegangene strategische Partnerschaft zwischen der EU und ASEAN zeigt, dass die EU ja das, was sie selbst proklamiert, nämlich eine geopolitische Kommission zu sein, die Dinge sozusagen auch ja, geopolitisch strategisch einzuordnen, auch in dem Bereich der Wirtschafts- und der Handelspolitik umgesetzt hat. Und was glaube ich, sehr wichtig ist, ist auch nochmal zu betonen, gerade Investitionsabkommen mit China ist ja nicht vom Himmel gefallen, sondern das ist seit 7 Jahren verhandelt worden und war im Prinzip schon das gesamte Jahr auf der Zielgeraden. Es gab ja von Anfang an auch das Ziel der deutschen EU-Präsidentschaft mit dem Gipfel in Leipzig, damals noch in der Frühplanung sozusagen, diesen Punkt zu setzen. Das hat sich dann alles verzögert und ist dann im Dezember noch finalisiert worden. Zu der Kritik aus den USA ist unser Eindruck, dass es gab natürlich diesen Tweet von Jake Sullivan, der hier wahrgenommen wurde, aber dass in unseren Gesprächen jetzt in Washington das auch überhaupt nicht überbewertet wird, sondern dass völlig klar ist, dass auch die Amerikaner in dem Bereich jetzt China speziell natürlich in den letzten 4 Jahren und auch in den nächsten 4 Jahren noch in vielen Bereichen eine an den eigenen Interessen ausgerichtete Handelspolitik auch betreiben werden. Nein, ich glaube, was wichtig ist, ist, dass die EU es schafft, einerseits die Chancen aufzugreifen, die sich bieten durch die neue Administration in den USA, in der wir wieder einen Partner haben werden, der uns wertemäßig, aber auch was die Agenda auf der multilateralen, auf der globalen Ebene betrifft, sehr viel näher ist als die Vorgängeradministration, dass wir aber gleichzeitig auch uns ja die politischen Freiräume erhalten, um in einer Welt, die sich völlig neu sortiert, und zwar nicht nur was die USA betrifft, sondern auch was Afrika, was die Nachbarschaft der EU betrifft, was wichtige große Staaten wie Indien betrifft, sich ihre Freiräume und ihre strategischen Möglichkeiten erhält und möglichst stark aufstellt. Und dazu gehört eben auch eine Bewusstseinswerdung ihrer doch nicht unwesentlichen Kräfte. Und dazu zähle ich zum einen einfach den Wirtschaftsraum als solchen, die regulatorische Kraft. Dazu zähle ich aber auch letztlich die Diversität, die als Chance noch viel zu wenig gesehen wird. Und wenn wir es schaffen, jetzt den Schritt auch noch zu gehen im Bereich der Außenpolitik, der Sicherheitspolitik,
stärker einheitlich zu handeln, bin ich, was die Entwicklungsaussichten der Europäischen Union betrifft, insgesamt nicht pessimistisch. Wir werden ja auch den Start der Zukunftskonferenz haben, wenn ich den Satz noch machen darf, nächstes Jahr, wo wir auch noch mal ganz bewusst mit allen Bürgerinnen und Bürgern in allen Mitgliedstaaten darüber reden wollen, wo die EU am Ende des Jahrzehnts stehen könnte. Wunderbar, danke. Frau Schwarzer. Zwei Gedanken dazu. Der erste ist, dass wir, wenn wir auf das Dreieck USA, EU, China schauen, natürlich allen Grund haben, mit den Amerikanern einen möglichst engen Schulterschluss zu suchen, aber gleichzeitig die Interessen nicht unbedingt die gleichen sind. Wenn man sich anschaut, wie der Diskurs in den USA eingerahmt ist, dann ist das im Grunde der Ansatz, wir wollen verhindern, dass China uns überholt. Wir müssen den Aufstieg Chinas an einer gewissen Stelle stoppen. Und das ist etwas, was in Europa so eigentlich nicht zu hören ist. Wir gucken darauf mit Sorge und wir versuchen uns zu schützen. Aber dieser Versuch des Eingriffs in die Entwicklung, das ist bei uns sicherlich nicht das leitende Handlungsmotiv. Und da es ergibt sich aus diesen unterschiedlichen Sichtweisen meiner Ansicht nach ein unterschiedlicher Sense of Urgency. Und aus amerikanischer Sicht wird das die Top-Priorität im Dialog mit den Europäern. Und die Reaktion, die ich wahrgenommen habe auf den Abschluss des Abkommens, waren vielleicht doch weniger zurückhaltend als das, was Sebastian Groth im Moment jetzt gerade formuliert hat. Was natürlich richtig ist, und das muss man im transatlantischen Dialog dann auch nochmal klar machen, das Abkommen ist nicht plötzlich um die Ecke gekommen, sondern es liegt seit 7 Jahren auf dem Tisch. Aber, und da haben die Amerikaner natürlich recht, wenn es jetzt, also im Prinzip einen Monat vor Amtsantritt Joe Bidens, tatsächlich so weit gebracht wird, dass die Verhandlung abgeschlossen wird und im Prinzip der Weg für die Ratifizierung frei ist, dann ist das doch eine politische Entscheidung, das genau zu diesem Zeitpunkt so weit zu bringen. Und da haben die Europäer natürlich einige gute Argumente zu sagen, wir arbeiten an einem Level Playing Field und in gewissen Punkten haben wir noch einen Aufholprozess, auch im Vergleich zu den Amerikanern. Aber das Signal, was ins transatlantische Verhältnis gesendet wurde, war doch eins, was auf amerikanischer Seite mit einem Fragezeichen versehen wurde. Insbesondere auch deshalb, weil einer der Aspekte in dem Abkommen ja Menschenrechtsfragen sind, wo der Kompromiss von vielen sehr stark kritisiert wird. Und die Erwartung eben wäre, wenn man da gemeinsam aufgetreten wäre, und das wird sicherlich auf die transatlantische China-Agenda auch gehören, Umgang mit China im Bereich der Menschenrechte, dann hätte man vielleicht mehr herausholen können. Was ich aber, glaube ich, an dem Abkommen und der Art und Weise, wie sich an diesem Punkt und so haben Sie es ja auch eingeführt, die verschiedenen Politikfelder verknüpfen. Das ist schon eine sehr, sehr interessante Frage. Und aus amerikanischer Sicht ist im Blick auf die China-Politik stehen auch Sicherheits- und Verteidigungsfragen stärker im Vordergrund als in unserer Diskussion. Und da können wir uns eigentlich darauf einstellen, dass seitens der Amerikaner da die Anforderungen an die Europäer auch noch klarer und stärker formuliert werden, dass man auch in dieser Hinsicht im asiatisch-pazifischen Raum zusammen auftritt. Das ist ein interessanter Punkt, zu dem möglicherweise ganz gut die Frage von Manfred Kurz passt, der gefragt, ob die globale Pandemie von Staaten wie China nicht als wettbewerbliches Instrument begriffen und aufgegriffen wird. Und wissen wir, wie die europäische Außenpolitik darauf reagiert? Das kann man vielleicht verbinden mit dem, was Frau Schwarzer gerade als den unterschiedlichen Blick auf China charakterisiert hat. Die Amerikaner, die sehr sicherheits- und verteidigungspolitisch drauf gucken und wir, die wir möglicherweise doch eher immer noch den ökonomischen Blick auf China in den Vordergrund stellen. Stimmt das so? Würde das, ist die Analyse richtig, Herr Groth? Und wie würden Sie die Frage von Herrn Kurz beantworten? Ist die Pandemie für China tatsächlich das Mittel, um ökonomisch quasi nicht nur aufzuschließen, sondern möglicherweise zu überholen und damit natürlich auch außenpolitisch anders zu punkten? Also ich denke schon, dass sozusagen die rein ökonomische Sichtweise auf China die vorherrschende war, bis vor, grob gesprochen, vielleicht 2, 3, 4 Jahren. Dieser Umdenkungsprozess innerhalb der EU hat sich dann ausgedrückt in der Kommunikation der EU-Kommission des Auswärtigen Dienstes im März 2019, wo die EU ja erstmals davon gesprochen hat, dass sie China als
als Partner, als Wettbewerber und als systemischer Rivale betrachtet. Und mein Eindruck ist, dass seitdem diese Kommunikation verabschiedet wurde, wir vor allem das Feld der systemischen Rivalität doch noch mal stärker in den Blick nehmen mussten, einfach weil China bis in die Nachbarschaft, direkte Nachbarschaft der EU hinein, aber auch bis direkt in die EU hinein, letztlich weit über den rein wirtschaftlichen Aktivitäts- und Einflussvektor Präsenz zeigt. Und wenn wir jetzt noch mal zur Pandemie gehen, wir doch feststellen, dass China in der Tat die Pandemie nutzt, um sich bietende Freiräume auszufüllen, sei es, indem man großzügig Hilfe anbietet, sei es, dass man bei der Impfstoffversorgung globale Partnerschaften schließt oder sei es, dass man in den multilateralen Institutionen, die eben auch durch den Rückzug der Amerikaner geschwächt sind, die sich bietenden Freiräume ausfüllt, personell, konzeptionell, aber auch zum Teil finanziell. Und das ist schon eine Entwicklung, die uns, glaube ich, ein Weckruf sein muss, um dem auch wieder etwas entgegenzusetzen. Und ich glaube, dass wir da eine ganz gute Chance haben, eben mit der neuen amerikanischen Administration und auch mit einem stärkeren Bewusstsein auf europäischer Seite. Im wirtschaftlichen Bereich, ich habe es eingangs gesagt, teile ich die Analyse, dass wir im Moment sehen, dass China einmal mehr letztlich die globale Wirtschaft auch als der globalen Wirtschaft als Rettungsanker letztlich dient. Wenn wir mit deutschen Unternehmen oder europäischen Unternehmen sprechen, wenn wir uns die makroökonomischen Indikatoren Chinas oder auch letztlich des gesamten asiatisch-pazifischen Raumes anschauen, sehen wir dort zumindest in den Zahlen, dass die Krise fast schon wieder überwunden ist. Und wir uns, glaube ich, verdammt anstrengen müssen in der EU und auch in den USA, um da dran zu bleiben. Und das wird ein ziemlich rauer geopolitischer und geoökonomischer Wettbewerb, den wir da entgegensehen. Dessen bin ich mir relativ sicher. Wenn wir in den Chat hineingucken, dann sieht man, dass viele doch bewegt, diese Frage, ob die Macht sich massiv in Richtung Asien verschiebt im nächsten Jahr und dass das Jahr sein wird, in dem man das ganz stark spüren wird. Auch die Frage, wie sehr Konflikte und Krisen das Thema sein werden und vielleicht umgedreht, wie sehr man das dann oder manche dieser Konflikte eben doch kooperativ wird lösen können. Dazu ganz konkret nochmal meine Frage an Sie beide. Wenn man darüber nachdenkt, dass man den Multilateralismus wieder neu beleben wird, wird es dann einer sein, der nach wie vor von den Amerikanern vielleicht an der Seite mit den Europäern dominiert wird? Oder wird es einer, der von den drei großen Mächten neu gestaltet wird? Und wie viel ist dann da möglich? Denn das kleine Wörtchen Demokratie ist ja eins, was durchaus dann auch noch eine Rolle spielt bei vielen der Themen. Frau Schwarzer, vielleicht Sie zuerst. Also bei vielen der Themen, die multilateral behandelt werden müssen, kommt man um China nicht drumherum. Nehmen wir das Thema Klima. Und da ist es meiner Ansicht nach, also liegt es auf der Hand. Man kann sich da im transatlantischen Verhältnis verständigen. Aber wenn man nicht China frühzeitig und glaubhaft mit an Bord holt und das in einem Format macht, wo auf chinesischer Seite nicht das Gefühl besteht, aha, jetzt kommen die Transatlantiker auf uns zu und wir dürfen zu einem späten Zeitpunkt mitmachen, glaube ich, hat das nicht sehr viel Erfolg. Das heißt also, China muss wirklich als das, was es ist, nämlich ein aufsteigender, mächtiger Staat mit enormen Ressourcen, aber auch enormem Störpotenzial, muss mitgedacht werden. Das Thema Demokratie im Multilateralismus ist sehr spannendes. Wenn wir auf die Ankündigung der beiden Admins oder Joe Biden selbst gucken, da gibt es, glaube ich, ein, zwei Fragezeichen hinsichtlich seiner Idee, ein Gipfel der Demokratien einzuberufen. Denn eine der Fragen ist natürlich, wie tritt das neben die anderen Formate? Und wie können da Themen behandelt werden, vielleicht nur vorbehandelt werden, die dann in anderen Formaten eben auch nicht Demokratien natürlich angehen. Und die weitere Frage zu dem Format, die uns als Europäer auch sehr stark interessieren muss, ist, wie werden denn dann die EU-Staaten im Einzelnen gesehen? Denn wir würden natürlich traditionell denken, dass zu einem Gipfel der Demokratien die Europäische Union insgesamt und ihre Mitgliedstaaten gehören. Wir haben aber bei zwei Mitgliedstaaten
Beobachtungssituationen und beispielsweise Berichte und im Monitoring des Zustands von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie Warnsignale, dass wir hier Backsliding von Democracy erleben. Und das ist, glaube ich, für die Europäer dann auch eine ganz, ganz wichtige Frage, ebenso wie für die Amerikaner. Wie glaubwürdig und wie solide sind die Demokratien im Inneren? Und wie wollen wir dann gemeinsam, aber auch individuell international auftreten? Und dann nur noch einen ganz kurzen Kommentar zur Situation in den USA. Die Entwicklungen in der vergangenen Woche, der Sturm auf das Kapitol und jetzt natürlich auch die Entwicklungen danach, die Enthüllungen, wie weit das System Trump und damit letztendlich antidemokratische Kräfte beispielsweise in die Sicherheitsapparate vorgedrungen sind, sodass es jetzt ernste Sorgen gibt, dass bei der Amtseinführung von Joe Biden mit Anschlägen zu rechnen ist, die nicht verhindert werden. Da zeigt sich, dass das Thema Resilienz und Schutz von Demokratien in der westlichen Welt ein ganz, ganz großes geworden ist. Und wenn wir das nicht hinbekommen, hier die nötigen Maßnahmen zu ergreifen und auch einen transatlantischen Austausch über diese Frage hinzubekommen, dann schränkt das natürlich die Wirkkraft der USA und Europas international ein, wenn es um normative Themen wie Rechtsstaatlichkeit, wie Menschenrechte und so weiter geht. Das sieht man sehr deutlich daran, wie beispielsweise China, aber auch andere autoritäre Regierungen auf die Entwicklung in den USA gezeigt haben und gesagt und im Prinzip jetzt schon versucht haben, die Legitimität der beiden Administrationen zu untergraben. Herr Groth. Ja, ich möchte da vielleicht anknüpfen. Ich glaube, dass wir doch in vielen Entwicklungen natürlich in eine krisenhafte Zuspitzung im letzten Jahr gelaufen sind und das auch in diesem Jahr laufen, dass wir aber dadurch auch neue Handlungsspielräume letztlich eröffnet bekommen haben. Wenn wir uns die internationale Reaktion und vor allem auch die europäische Klimakrise anschauen, dann sehen wir doch, was letztlich, wenn der Wille da ist, politisch möglich ist. Und wenn wir auch nur einen Teil davon transferieren in das, was ja viele als wirklich eigentlich die zentrale globale Herausforderung betrachten, nämlich die Klimapolitik, dann glaube ich, dass wir eigentlich eine richtige, riesige Chance vor uns haben, die Transformation letztlich unseres Wohlstandsmodells sozusagen hin zu mehr Nachhaltigkeit in Angriff zu nehmen als Europäer, aber im besten Falle eben auch gemeinsam mit den Amerikanern. Und was Daniela sagte in dem Zusammenhang zu China, kann ich nur unterstützen. Wir haben eine ganze Reihe von sogenannten globalen öffentlichen Gütern, die wir nur mit China und nicht gegen China oder im Antagonismus mit China werden lösen können. Im Klimabereich 33% der Emissionen kommen aus China, 18 aus den USA, 10 bis 12 aus der EU. Wenn wir zu dritt uns einigen, dann sind das schon mal mehr als die Hälfte. Das heißt, da haben wir eine kritische Masse, an der wir anknüpfen können. Zweiten Punkt, Krise als Chance. Wir werden aller Voraussicht nach in eine größere Umschuldungsdiskussion kommen, was die afrikanische Situation betrifft. Wir haben aus meiner Sicht damit die Chance, das erste Mal China wirklich substanziell in multilaterale auch Entschuldungsmechanismen und Regime reinzubringen. Ansätze dazu gab es im G20-Bereich im April letzten Jahres, wo China das erste Mal sich auch bereit erklärt hat, ein Stück weit einer multilateralen, einer Moratoriumsinitiative immerhin beizutreten. Und dritter Punkt, Krise als Chance, glaube ich schon auch, dass dieser Elektroschock, der durch die Demokratien der Welt insgesamt gegangen ist, auf dem Kapitol sich ereignet hat, auch nochmal ein Aufrütteln letztlich in den Demokratien als solchem im positiven Sinne darstellen kann. Biden ist mit dem Clan-Programm angetreten, die Demokratie nach innen, aber auch die Zusammenarbeit der Demokratien nach außen hin zu stärken. Und als Bundesregierung und ich glaube auch als EU insgesamt werden wir dieses Angebot aufnehmen und nicht im Sinne einer
Regime Change Agenda nach außen hin, aber im Sinne einer Stärkung der Resilienz von Demokratien nach innen. Joe Biden redet von Antikorruption, von Rechtsstaat. Das sind Fragen, die uns auch innerhalb der EU schon sehr beschäftigen und wo wir, glaube ich, mit Biden dann auch jemanden haben, der unsere Agenda damit bespielt, aber eben auch nach außen. Spielen dann Fragen der Regulierung zum Beispiel von Technologie eine wichtige Rolle? Können sich Demokratien in diesem Bereich enger zusammenschließen, um Standards bei der Regulierung von sozialen Netzwerken, aber auch letztlich von Hardware zu entwickeln? Das sind Chancen. Wenn Sie Regulierung sagen und Zusammenarbeit im Digitalen, fällt mir natürlich sofort die Frage eines der unserer Zuhörer oder Mitdiskutanten auf, der Stichwort Huawei sagt. Wird das so weit gehen, dass man auch in solchen Bereichen ein aufeinander zugehen der Amerikaner, der Europäer wird erleben können, oder ist das zu optimistisch gedacht? Also ich würde sagen, dass wir da schon ein ganz gutes Stück uns aufeinander zubewegt haben. Natürlich gibt es Nuancen, da spielen auch ganz klar industriepolitische Erwägungen, technologiepolitische Erwägungen eine Rolle, aber dass man sich im Grundsatz einig ist, bestimmte Risiken, die sich durch eine starke chinesische Präsenz in sozusagen in den Nervensträngen unserer Volkswirtschaften, im IT-Bereich, im Infrastrukturbereich ergeben, dass man da sich in der Analyse doch relativ einig ist, ist eine gute Ausgangslage, glaube ich, in diesem Bereich. Jetzt haben wir noch 4 Minuten und ich habe wahrscheinlich noch 27 Fragen. Ich stelle 2 mit der Bitte um eine sehr kurze Antwort. Die eine finde ich sehr wichtig, weil es natürlich auch eines der Kernbereiche der Außenpolitik betrifft, von Rolf Nickel, der sich um die Frage der Proliferation und der Erosion der Rüstungskontrollarchitektur Sorgen macht und gerne wissen will, ob es Optimismus gibt, dass da vielleicht doch sich noch jetzt wieder etwas zum Positiven wendet, und zwar mehr als in den letzten Jahren. Eher ja oder eher nein? Also wir rechnen schon damit, dass wir bei New Start zumindest Anfang Februar in eine Verlängerungsrunde gehen werden. Das betrifft dann zumindest einen Bereich der strategischen Nuklearwaffen USA, Russland. Ich glaube, eine der großen Fragen, die sich in Zukunft noch stärker stellen wird, ist die Frage der sozusagen Multipolarisierung des nuklearen der nuklearen Akteure insgesamt. Und dann stellt sich dann in dem Bereich direkt die Frage der Einbindung Chinas auch in multilaterale Regime. Wir sind mit Thinktanks in einem sehr, sehr großen, relativ großen Forschungsprojekt zu diesem Bereich. Und ich glaube, auch das ist ein Punkt, wo wir als Europäer sehr, sehr schnell und sehr früh das Gespräch auch mit den Amerikanern, aber auch mit den Chinesen und den anderen Asiaten suchen sollten. Okay, das ist die zweite Frage und dann liegen wir wirklich gut in der Zeit, bevor wir zu den Breakout-Sessions dann aufbrechen. Sagen Sie mir das eine Thema, bei dem Sie glauben, und Frau Schwarzer, Sie vielleicht auch, dass Europa, unser Europa, im nächsten Jahr einen großen Schritt weiterkommen wird. Gibt es da eine Sache, wo Sie optimistisch hinblicken oder wo Sie sagen, boah, da muss jetzt aber wirklich... Also ich denke, dass... auch weil es eine der Prioritäten der portugiesischen Präsidentschaft ist, letztlich diese Frage der sozialen Kohäsion innerhalb der Europäischen Union, auch aufgrund der sozialen und ökonomischen Folgen der Krise, wie Daniela sie beschrieben hat, für die EU also als insgesamt nochmal wichtiger wird. Und der zweite Punkt, Gesundheitspolitik war bis jetzt und ist bis jetzt keine originäre Domäne sozusagen der EU. Aber ich glaube, das hat sich im letzten Jahr radikal gewandelt. Und mein Wunsch und ich glaube auch Politik zumindest des Auswärtigen Amtes der Bundesregierung ist, dass wir einen starken Auftritt der Europäischen Union im globalen Pandemie- und Gesundheitskontext hinbekommen. Das betrifft unsere Rolle in der WHO, bei der Impfstoffbereitstellung und Verteilung, aber auch bei dem Aufbau einer dezentralen Gesundheitsversorgung in den wenig entwickelten Ländern, weil das letztlich auch eine Investition in den Eigenschutz ist. Wunderbar. Frau Schwarzer, was ist bei ja, Ihnen? Kein Widerspruch, aber 2 Nuancen. Ich denke, der Außenauftritt der Europäischen Union muss auch 2021 noch stärker werden. Zum einen, weil die USA uns herausfordern und wir alles tun sollten, um zu vermeiden, dass sich die Beziehungen nach Washington zu stark bilateralisieren. Das heißt also, die EU muss da sehr aktiv werden und das ist eine ganz große Aufgabe auch für die deutsche Europapolitik, dabei zu helfen, dass wir möglichst geeint auftreten. Denn auch Biden hat, auch wenn er es gar nicht will, mögliches Spaltpotenzial für die EU-Partner, weil einige Themen doch
unterschiedlich bewertet werden in den europäischen Hauptstädten. Der zweite Punkt, ja, ich glaube auch, dass das Thema soziale Kohäsion und insgesamt wirtschaftlicher und sozialer Zusammenhalt der Europäischen Union sehr stark auf die Agenda drücken wird. Das ist ein schwieriges Thema und es gibt einen Punkt, wo wir im Moment noch den Kopf in den Sand stecken, nämlich was heißt das unter anderem für die Mechanismen, die wir uns aufgebaut haben, beispielsweise für die Eurozone, das Thema Stabilitäts- und Wachstumspakt, also der Rahmen, den wir uns ausgedacht haben für Haushaltspolitik, der wurde jetzt erstmal ausgesetzt, aber die Diskussion, die wir in diesem Zusammenhang brauchen, wo es zu einer stärkeren Rolle des Staates in den nationalen Wirtschaften, in der Stützung von Wirtschaft, aber auch im sozialpolitischen Bereich gekommen ist, wie Sebastian das beschrieben hat, ist schon die große Zukunftsaufgabe, um die Eurozone auch zusammenzuhalten. Wie gehen wir denn mit den Governance-Mechanismen in Zukunft um? Und diese Reformdiskussion wird im Moment vermieden, weil wir uns in der Phase befinden, wo die Regeln einfach ausgesetzt sind. Aber das wird sicherlich ein politisch sehr schwieriger Dialog zwischen den EU-Partnern, weil die Interessenslagen und die Einschätzung, was richtig und gut ist, da doch immer wieder traditionell sehr weit auseinandergelegt haben. So, nach dieser halben Stunde, intensiven halben Stunde, ist mein Eindruck, habe ich zwei Eindrücke gewonnen. Die eine, Außenpolitik ist ein unglaublich spannendes Feld, immer noch und immer wieder. Und zweitens, ich finde, wir haben doch einiges angesprochen in dieser sehr knappen, sehr intensiven halben Stunde. Und wir können das alles jetzt oder Sie können das mit uns, mit den Experten von der DGAP weiter vertiefen in den Breakout-Sessions. Ich verabschiede Herrn Groth schon mal, der nicht dabei sein wird. Der muss jetzt zu anderen wichtigen Terminen, aber es wird einer seiner Mitarbeiter in der Arbeitsgruppe Internationale Ordnung und Demokratie mit dabei sein. Herr Groth, Ihnen nochmal ganz herzlichen Dank.